jetzt auf den Oktoberfest und wie man hinter mir erkennen kann, ist sehr viel los. Auch sehr viele Einsatzkräfte sind vor Ort und dann schauen wir mal auf die Wiesen. Herzlich willkommen auf dem Oktoberfest 2015. Ich bin nicht
Spaß. Es ist auch sehr attraktiv. Zum Beispiel hier in Schützenhaus reinzugehen. Geht noch weiter. Erinnern, was ich gemacht habe, beziehungsweise gefilmt habe. Heute sieht es so aus. Der Wahnsinn. Oder noch viel mehr als der Wahnsinn. Also von der Rückseite sieht es sehr unspektakulär aus. Vielen Wohnwagen. Du musst mir zu zeigen, dass es sich tatsächlich um einen edlen Menschen, ein Mensch für sie, wie dich handelt. Obacht, schauen Sie einmal hier, ein Mensch aus Fleisch und aus Blut, so wie wir alle. Keine Puppe, keine Wachsfigur, ein lebendes Mädchen aus Fleisch und aus Blut. Im Hintern der Schau, meine Damen und Herren, zeigen die junge Dame doch nicht. Nutzen Sie den Treppenaufgang auf seiner gesamten Breite, dafür ist er da. Lösen Sie die Karten, seien Sie mit dabei, erleben Sie es mit. Erdlinge, gebt Acht, das Imperium ist erwacht. Manche behaupten, ich wäre ein Werk des Grauens. Aber ich sage, ich bin der Imperator und ich bringe euch den galaktischen Wahnsinn. Geboren in einem Sternensystem, Lichtjahre von hier. And here I am for you. Attention, attention, attention. I have a message for you. Die Anziehungskraft der Erde geht verloren. Die Magnetfelder lösen sich auf. Der Planet verlässt seine Umlaufbahn. Come on, come on. Ich beame euch ins Weltall, in den unendlichen Kosmos. Oh yeah! Reinspaziert, bitteschön. Transformiert euch. Wir fliegen in die Atmosphäre. Imperator ist die Macht, die uns lenkt. Die Macht einer außerirdischen Technik. Verzeihen Sie. Das ist keine Utopie. Oh, macht das Space. Inzwischen habe ich herausgefunden, dass man die Toleranzbrezeln bestellen kann. Und zwar kosten die 19 Euro. Ja, das ist relativ teuer, ich weiß. Aber wenn man sich das leisten will, etwas draufzuschreiben auf die Herzen oder draufschreiben lassen will, kostet es halt 19 Euro. Da kann man nichts ändern an dem Preis. Wir schauen mal jetzt noch zu anderen Attraktionen.
Leider kann ich nicht dann überall filmen, weil das absolut verboten ist. Aber bestimmt stellen andere User ihre Filme euch natürlich gerne zur Verfügung. Also, viel Spaß noch auf der Wiesn. Wir gehen jetzt mal auf die Eude Wiesn, habe ich beschlossen. Und zwar muss man hier durch diese Tore gehen. Man muss 3 Euro bezahlen, dann kommt man auf die Eude Wiesn. Also, schauen wir es uns an. Wenn man Traktoren-Fan ist, kann man hier schöne Traktoren bestaunen. Ja, wer hätte das gedacht? Es gibt hier auch ein Museumszelt bei der Alten Wiesn. Hier führt man alte Spiele auf von der Wiesn. Ja. Und jetzt sehen wir uns gleich wieder. Ja, hier sind wir jetzt auf dem im Museum bei der Alten Wiesn, auf der Alten Wiesn. Und im Hintergrund hören Sie natürlich altbayerische Musik. Hier gibt es auch die wunderbaren alten Schiffsschaukeln. Und zwar die Original-Schiffsschaukel von anno dazumal. Was Deftiges und auch ein schönes Weißbier. Vom Fass frisch gezapft. Und natürlich ein Leberkäs mit Kartoffelsalat. Was ganz bayerisches, altes. Ja, dann wünsche ich noch ein Prosit und
Sau. Was singen uns da? Bei der nächsten Wiesn. Weißbier schmeckt doch gut. Mein erstes Wiesn-Weißbier. Ne? Ciao. Haut's rein. Ja. Wird doch noch nicht so schnell mit dem Reingehen. Das, was Sie hören draußen, dieses Rauschen, das ist Regen. Ja, es regnet tatsächlich auf der Wiesn auch. Und zwar hat jetzt der Regen gerade angefangen und ich bin noch gar nicht ganz fertig. Da will ich auf meinen Teller verweisen und auch auf meinen Maßbuch, dass dies noch dauert. Es gießt in Strömen draußen. Ich glaube, die anderen werden ganz schön durchnässt sein, auch das bayerische Fernsehen, das gerade noch unterwegs ist. Hat ihn nämlich vor 3 Stunden oder 4 Stunden draußen noch getroffen. Ja, auf jeden Fall wünsche ich noch ein trockenes nach Hause kommen oder auch ein trockenes hierher kommen zur Wiesn. Und dann schauen wir mal später nochmal vorbei. Ne? Tschüss!